Ich bin hier im Trainingslager in Fuerteventura und ja, eigentlich sollte Bocky mit dabei sein. Der wurde aber ersetzt, wie ihr wahrscheinlich auf Instagram schon mitbekommen habt, durch unseren Azubi Fred Funk. Und mit dem habe ich mich heute mal hingesetzt und einfach mal ein kleines Interview aufgenommen zu Saisoneinstieg, was er jetzt so vorhat die Saison. Und ja, viel Spaß. Nach dem Podcast, das erste Interview und für uns jetzt schon anderthalb Wochen sind wir hier und der dritte Entlastung und somit auch der letzte Entlastungstag. Und ich habe es ja schon im Post geschrieben. Bei mir ist jetzt so, du bist jetzt, hast die Seiten gewechselt vom Azubi zum Großlehrmeister. Das Geile war jetzt für mich, jetzt hier mal anderthalb Wochen mit dir zu trainieren. Und für die Leute vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund. Für dich war es jetzt noch nicht mal die erste Trainingswoche wieder, sondern du bist eingestiegen in deine Offseason hier im Trainingslager. Und hast mir vorher erzählt, du bist 3 Wochen gar nicht geschwommen und dann jetzt hier wieder gestartet. Also erzähl mal ein bisschen, wie hast du die Offseason verbracht? Hast du wirklich gar nichts gemacht? Ich meine, das interessiert ja eigentlich immer jeden, wie gestaltet ein Profi die Offseason und wie steigt er dann wieder ein? Ja, normalerweise ist mein Plan für die Offseason immer so 1 bis 2 Wochen wirklich gar nichts machen. Absichtlich und auch wenn ich Bock auf den Sport habe, auch trotzdem irgendwie nichts machen. Einfach, dass ich das so ein bisschen aufschaukelt, sodass ich, wenn ich dann wieder starte, so richtig Bock habe. Das ist immer so mein Plan und es schadet auch nicht. Ich glaube, es hat eher nur Vorteile als Nachteile. Und danach dann nochmal so 1 bis 2 Wochen, wo so ohne Trainingsplan jeden Tag zu bewegen, so wie die meisten Profis eigentlich ihre Offseason so standardmäßig eigentlich gestalten. Auch so Alternativsport, wenn es geht. Bei mir war es jetzt diesmal so, also ich habe insgesamt 3 Wochen Offseason gemacht, beziehungsweise 3 Wochen ohne Trainingsplan ab dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, nicht Daytona zu machen. Ich hake da mal ganz schnell ein. Ja. Das war, erzähl noch mal kurz für die, die es nicht wissen, du wolltest eigentlich noch Clash Daytona starten, um noch dein Challenge Ranking zu verbessern oder den Platz, den du leider verloren hast, an Magnus Buck-Ditlev zu sichern einfach. Und hast dann aber im Training gemerkt, so, die Saison war lang und es ging nichts mehr. Ja, also der Hauptgrund, wieso ich eigentlich Clash Daytona noch machen wollte, war auch wirklich irgendwie, um meinen Platz im Challenge Bonus Ranking da zu verteidigen, wo ich auf dem 2. Platz war. Und auch, um mich eventuell nochmal im PTO Ranking nach oben zu arbeiten, wo ich jetzt gerade auf Platz 18 bin. Und es waren halt eigentlich so die Hauptgründe. Und ich sag mal so, in jedem anderen Jahr, wo es ohne diese Rankings, hätte ich von vornherein gesagt, ich mache Daytona nicht, das ist mir zu spät. aber mit den Gründen hat es mich dann irgendwie doch gejuckt. Aber irgendwann musste ich dann doch realisieren, es sind dann doch nicht die Gründe, wieso ich eigentlich diesen Sport mache. Ich meine, klar, 2. Platz, World Bonus Ranking bei Challenge sind halt $20.000. Und auch in der Top 20 beim PTO Ranking ist jeder Platz umso mehr Kohle. Und das triggert einen dann natürlich dann schon, da dann irgendwie noch ein Rennen dran zu hängen, was man eigentlich sonst nicht gemacht hätte. Und ja, aber ich musste dann schon einsehen, nach Challenge Mallorca wurde ich dann erstmal krank. Dann war dann schon auch irgendwie die Luft raus. Also motivationstechnisch hatte ich schon noch Bock gehabt. Mhm. So mental ging es eigentlich, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl im Training, dass mein Körper gar nicht so auf das Training wirklich reagiert hat. Irgendwie von Tag zu Tag ist es nicht besser geworden, lief eigentlich nur Kacke. Und dann habe ich beschlossen, der Saison ein Ende zu setzen. War ja trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison. Und als ich dann auch angerufen hatte und mir meine Entscheidung mitgeteilt hatte, war er da, glaube ich, auch ganz happy, weil er sowieso von vornherein mich schon öfter gefragt hat, denkst du, es ist wirklich eine gute Idee, da noch Daytona zu machen? Und ja, am Ende ist dann doch gut, einfach immer auf den Coach zu hören. Und ja, ich bin, auch wenn ich dann jetzt unglücklicherweise noch den Platz 2 eben im Bonusranking verloren habe und dementsprechend dann $6.000, denke ich trotzdem, war es eine sehr gute Entscheidung. Ja, war das dann so wirklich die Motivation, Daytona überhaupt noch zu machen, wirklich rein auf, okay, Ranking und versuchen, den Platz zu halten, um das Geld mitzunehmen. Ich meine, klar, als Profi-Triathlet muss man Geld verdienen und 6.000 Euro mehr oder weniger ist dann natürlich schon auch ein großer Batzen. Oder war auch so, dass du es nochmal beweisen wolltest am Ende der eh schon super erfolgreichen Saison? Also war wirklich die Motivation nur das Ranking und die Kohle? Oder war es irgendwie auch, ja, ein Rennen will ich nochmal zeigen,
dass es geil war, weil du hattest ja über die ganze Saison mega gute Rennen, aber auch richtige Kackrennen, laut deiner Aussage jetzt, wo du sagst einfach, da ist überhaupt nicht das zusammengelaufen, was ich eigentlich wollte. Ich meine, das Gute war auf jeden Fall, dass ich in Mallorca es dann nochmal zeigen konnte, in der zweiten Saisonhälfte. Das hat auf jeden Fall schon mal sehr geholfen, aber trotzdem, wenn man dann eben so eine gute Saison, die guten Zeiten will man natürlich nie zu Ende kommen lassen. Und dann so, ja, also ein Rennen dann nochmal da richtig irgendwie ein Ding abzuschießen, wäre natürlich richtig cool. Also natürlich war das Geld nicht die einzige Motivation, so ist es jetzt nie. Aber ich sage mal schon so, in erster Linie war es so der Grund, wieso ich dann erst entschieden habe, das noch länger zu ziehen. Aber dann war natürlich auch die Motivation, dass ich da auch nochmal natürlich meine Leistung zeigen will und auch mich im Vergleich zum Vorjahr in Daytona mich da auf jeden Fall nochmal verbessern will. Das kann man ja dann da vor allem gerade bei der Strecke auch sehr gut vergleichen. Aber ja, ein andermal. Ja. Und um dann darauf zurückzukommen, der Grund für statt, du hast eben gesagt, üblich sind so 2 Wochen, versucht man nicht zu machen in der Offseason, wirklich für dich jetzt 3 Wochen dann zu machen, was ja auch dann vielleicht eher unüblich ist, war das dann auch der Grund, dass du irgendwie gemerkt hast, ich hatte zwar noch Bock, hab alles irgendwie, ich habe glaube ich einen Insta-Post von dir gelesen, du hattest schon Spaß noch in Training Peaks alles grün zu stellen, ja, genau. Aber der Körper hat einfach nicht mehr reagiert und du musstest dann einfach sagen, okay, die Saison war lang, Körper funktioniert nicht mehr, war das der Grund auch für 3 Wochen Offseason dann oder was hat Dan dann gesagt, mach lieber 3 Wochen, Junge? Also ich glaube, Dan hat es da auf jeden Fall komplett mir überlassen, je nachdem wann ich wieder einsteigen will, wann ich wieder einen Trainingsplan haben will und ich habe dann auf jeden Fall zu mir selber erstmal gesagt, also ich hatte ja nach Mallorca irgendwie schon dann 2 Wochen Pause dadurch, dass ich krank war und dann auch erstmal wieder so reinkommen musste und dann hatte ich wieder 2 Wochen trainiert, ziemlich viel und ziemlich hart. Und dann hatte ich ja jetzt erstmal gesagt, jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal 1 Woche gar nichts. Dann hatte ich mich 1 Woche, also so ein paar Einheiten hatte ich nicht gemacht, halt so locker joggen und mal mit meinem neuen Crosser rumfahren. Und ja, da war ich aber auch unterwegs, jetzt in Hamburg zum Beispiel bei Corex zur Laufanalyse, wo man dann auch wieder nicht zum Training kommt. Das sind auch so ganz gute Aktivitäten, die man eben in die Offseason legen kann. Und ja, und da hatte ich die Entscheidung spontan gefallen, dann hier eben nach Fuerteventura zu kommen. Zwar quasi am Donnerstag sind wir angereist und ich hatte noch bis Sonntag offiziell Offseason. Aber da ist dann natürlich so, wenn man hier ist, dann die 3 Tage, da machst du auch nichts. Also ich bin ja dann auch meine Offseason quasi am Sonntag beendet mit dem 4 Stunden Long Ride. Und dann, klar, und dann ab Montag dann wieder mit Plan. Jetzt letzte Woche die erste Trainingswoche, was schon auch ziemlich viel war für eine erste Trainingswoche, muss ich auch sagen. Ich hab's auch gemerkt, aber trotzdem alles easy und in einer guten Gruppe, da macht es schon Bock. Das fand ich auch super interessant. Ich meine, du hast ja dann in der Off-Season noch erstmal alles mit uns mittrainiert mit der Gruppe und du hast die Hügelläufe, also die Intensitäten und die 30-30er am Berg einfach weggelassen. Und jetzt in der ersten Trainingswoche ja eigentlich das Gleiche. Also du hast schon wieder 25 Stunden, glaube ich, waren es. Ich glaube, ne? Sogar 27. 27 fast, Stunden ja. Sogar trainiert wieder in der ersten Woche, aber du hast dann schon, wenn wir irgendwie Intensitäten hatten, hast du die eigentlich immer sein lassen, sondern du hast nur wirklich Base Miles trainiert und erstmal locker, um wieder reinzukommen. Klar, Riesenvolumen schon und vielleicht mal eine oder andere Stunde länger, habe ich gehört, als im Plan stand beim Radfahren. Aber die Intensitäten weggelassen, so trotz der Gruppendynamik, die hier einfach ist und wo alle Bock haben irgendwie. Ist dir das schwer gefallen, dann die Intensitäten wegzulassen oder hättest du auch Bock gehabt zu grinden und so ein bisschen mit Gas zu geben? Ja, auf jeden Fall. Ist mir sehr schwer gefallen, wenn man das sieht, wie ihr da grindet und vor allem, ich kenne es ja, wenn man es dann irgendwie geschafft hat und so, dieses Gefühl, es ist halt richtig geil und da hatte ich schon auch mega Bock drauf, aber da muss ich mir natürlich dann immer einreden, dass ich erstens noch sehr oft ins Trainingslager jetzt fahren werde, bis die Saison startet. Und auch, dass die Saison wirklich wieder sehr lange sein wird. Ich meine, dieses Ironman 73 WM wird Ende Oktober sein, nächstes Jahr. Und da macht es jetzt noch keinen Sinn, jetzt direkt hier schon am Hahn zu ziehen und wirklich Gas zu geben. Dann, wenn ich dann im März, April schon in Form bin, das bringt mir halt auch nichts. Ich muss jetzt dann nächstes Jahr im Oktober auf jeden Fall in Topform sein. Und
ja, deswegen jetzt mit noch einen Gang weniger hier rumtrainieren. Macht Sinn. Dafür hast du dann deinen ersten Fotojob gehabt. Genau. Ich hab noch eine Attacke auf dich vor, sozusagen. Und zwar, davon muss ich jetzt mein Handy als Spickzettel rausholen. Wir haben einen Podcast immer so, uns passen jetzt nicht alle Fragen, aber Fragen herausgesucht, die wir uns, oder Bocky und ich uns immer stellen, jetzt in diesem Profi-Ding, so wie gehen wir eigentlich durch? Und ich fand halt ein paar auch jetzt einfach passend fürs Interview. Da habe ich mir jetzt zwei hauptsächlich rausgesucht. So, die erste Frage ist die Frage, was motiviert dich persönlich, sportlich, Wettkampf? Also was ist so der Grund, warum du Triathlon machst und ja offensichtlich extrem Spaß dran hast, wenn du in der ersten Woche schon wieder im Training so einsteigst? Ist es dann jetzt hier, also das war jetzt bei mir natürlich auch genau das Gleiche, bei so einem Wetter fällt es schwer, die Füße still zu halten, aber was ist da bei dir so, nicht nur in einem Trainingslager jetzt, sondern generell, wenn du mal auf dein ganzes sportliches Ding guckst, was motiviert dich und so über alle Bereiche, sportlich, privat, was sind da die höchsten oder die größten Faktoren? Also natürlich ist es einerseits im Wettkampf den Erfolg zu haben, ist halt eben, sage ich mal, der Grundantrieb, irgendwann mal Hawaii zu gewinnen. Das ist mein Ziel, das habe ich schon oft gesagt. Allerdings, was mich generell motiviert, ist auch einfach der Lifestyle. Also wirklich jetzt wie auch hier im Trainingslager eben mit einer geilen Gruppe abzuhängen, hier Spaß zu haben, auch außerhalb vom Training, beim Abendessen, Frühstück zusammenzusitzen und zu quatschen. Und hier eben in der Sonne natürlich allgemein. Und der Lifestyle hier, quasi das, was ich liebe, dass es quasi so mein Beruf ist, das ist auf jeden Fall extrem motivierend. Und das ist auch der Grund, wieso es kein Problem für mich ist, dann irgendwie mal 30 Stunden zu trainieren. Und klar gibt es dann wieder die Tage, gerade wenn man dann wieder irgendwie im schlechten Wetter ist, wo es dann wieder härter wird. Aber dann kommt dann natürlich auch immer der Antrieb, dass ich es mache, um natürlich irgendwann dann Hawaii zu gewinnen oder andere große Erfolge zu erzielen. Aber ansonsten ist der Lifestyle schon hier als Triathlon-Profi schon ein sehr großer Antrieb und Motivation. Ist es dann so, dass du, also das kann ich voll nachvollziehen jetzt, wo wir hier sind, aber dass er dann eher so bei Longride-Geschichten oder so dieses ganze Drum und Dran, und wenn du aber mal eine Session hast, die richtig tough ist, vielleicht zu Hause, Scheißwetter, Schnee, Regen, früh morgens noch dunkel oder sowas, hast du dann als Motivation diesen Lifestyle im Kopf oder ist es dann eher wieder dieses Ziel, irgendwann Hawaii zu gewinnen, oder ist es dann vielleicht das nächste große Rennen, wie dann jetzt irgendwie im Oktober St. George, 73 WM? Also was hast du im Kopf oder hast du da sowas im Kopf, dass du sagst, irgendwie Ziele, wenn es mal wirklich harte Sessions sind oder toughe Sessions, die, wo du vorher schon Schiss hast, so ob du die überhaupt mit der Zielpace durchkriegst? Ja, also es auch, man will halt einfach stetig sich verbessern im Triathlon. Muss man halt auch, um dann eben diese Erfolge zu erzielen. Und deswegen, das ist dann so der Grund, dann irgendwie diese Einheit, die nicht so gut läuft, vielleicht einem auch mal durchzuziehen. Allerdings kann es auch genauso gut der Grund sein, so eine Einheit auch einfach mal nach dem Einlaufen wegzulassen oder mal zu sagen, ja, heute macht es keinen Sinn, jetzt laufe ich zurück. Es ist wahrscheinlich besser für meine Leistung, jetzt die Einheit mal wegzulassen. Also ich glaube, das ist eben auch extrem wichtig, da dann auch mal kürzer zu treten und nicht einfach immer nur durchziehen. Das kann nämlich auch negativ auf die Leistung sich auswirken, meiner Meinung nach. Und ja, aber sonst ist da dann natürlich, wenn es schwer wird und nicht irgendwie alleine grinde, dann ist es natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt der Lifestyle, weil da hasst man dann eben diesen Lifestyle genau in Das diesem ist Moment. für mich genau das, was ich auch jetzt manchmal hatte, schon irgendwie auf der Rolle oder wenn du früh aufstehst und zum Schwimmen musst und so. Genau. Und dann, oh, nach Rot ist Schluss. Und wenn du jetzt hier bist, denkst du, ja, ich kann das mein ganzes Leben machen. Genau, und da sind es dann natürlich dann schon einfach die, ja, man will einfach besser werden und eben, ja, wie du gesagt hast, die Ziele und Erfolge. Ja, spannend. Spannend, spannend. Zweite Frage ist, hast du jetzt so ein bisschen schon beantwortet, sag ich mal, mit Hawaii, also sportliche Ziele oder Träume. Ist das jetzt long term, ist es dann irgendwann mal Hawaii zu gewinnen, hast du eben schon gesagt, aber gibt es noch irgendwie Stufen davor, was du jetzt vielleicht kurzfristiger erreichen willst, als Hawaii zu gehen, weil nächstes Jahr wirst du ja noch keine Langdistanz machen?
Ja, ich werde wahrscheinlich übernächstes Jahr auch noch keine Langdistanz machen. Deswegen ist so kurz-, mittelfristig dann schon das Ziel, in der Mitteldistanz auf jeden Fall noch weiter vorne mitzuspielen, vor allem bei den großen Rennen. Ich meine, bei so, ich sag mal, kleineren Rennen in Anführungsstrichen, habe ich jetzt schon gezeigt, dass ich da die auch gewinnen kann. Jetzt fehlt halt, ist halt, sage ich mal, so der Next Step, eben bei so Rennen wie bei 73 WM, da eben auch zumindest die Chance zu haben, es zu gewinnen. Ob es dann am Ende klappt, ist dann natürlich auch immer Das ist eine ja Sache egal, das sind von. ja sportliche Träume oder Ziele. Da muss Genau, ich Bocky ja auch dran erinnern, letztes Mal im Podcast. ist Also, das ist natürlich. schon so: erstmal jetzt 73 WM ist das nächste große Ding, wo du sagst, Genau, das wäre richtig fett. genau so ein großes Ding, einfach auf der 73-Distanz. Ich meine, kommt ja neben 73 WM jetzt auch noch immer mehr dazu, von den großen Dingen, als zum Beispiel Collins Cup, oder Stimmt. ja eventuell ja auch andere, was jetzt schon angeteasert wurde. Stimmt, da warst du auch, sorry, wenn ich da unterbreche, auch so ein bisschen enttäuscht, dass du nicht im Team Europe warst, dass du da nicht der Captain's Pick warst im letzten Mal. Dann klar, geil, ja. Genau, sowas ist dann jetzt auch nochmal was Zusätzliches. Aber sowas erstmal auf der 73-Distanz und dann auch auf der langen Distanz wird nicht direkt das Ziel sein, Hawaii zu gewinnen natürlich. Sondern? Sondern erstmal zum Beispiel sowas wie Challenge Rot oder ist sich erstmal überhaupt für Hawaii zu qualifizieren. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich und vielleicht kann ich Langdistanz ja auch überhaupt nicht, wer Ah, nach gestern glaube ich, nach gestern im weiß. Longride glaube ich, du kannst das. Aber es ist halt natürlich so Step by Step und klar, so ganz am Ende von diesen Zielen steht natürlich oder ganz oben steht der Sieg beim Ironman Hawaii. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall ein angemessener Traum, glaube ich. Damit lasse ich, das lasse ich dir durchgehen. Das kriege ich mir bei den meisten schon nicht raus. Als Abschluss hast du noch einen Tipp für Bocky und mich. Was dürfen wir nicht machen? Was sollten wir machen? Was ist wichtig? Was ist falsch? Irgendeine Sache, die du uns noch auf der Reise des Profiseins mit auf den Weg geben Ist kannst? natürlich schwierig bei euch, weil ihr macht das Ding halt bis rot. Gut, ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt dann danach Who danach noch knows? vorhabt. Ansonsten ist es natürlich dann einfach, heißt halt dann einfach durchziehen bis rot. Ja. Ist halt jetzt natürlich kein Tipp. Aber ja, genießt die Zeit bis dahin, den Lifestyle, wie so schön gesagt. Ich glaube, das ist wirklich schon irgendwie das Besondere einfach auch am Profisport und ihr habt ja Bock, wie man sieht, und du genießt es ja auch hier und bist ja auch schon richtig fit und ja. Das ist geil. Also ich hätte jetzt genau das, wenn du da nicht drauf zu sprechen gekommen bist, noch gesagt zu dir, was du eben gesagt hast, wo du darüber gesprochen hast, dass dich dieser Lifestyle motiviert. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass ich das selber so richtig nachvollziehe. Also es ist das erste Mal, dass ich wirklich so konstant nach einem Plan 30 Stunden im Trainingslager trainiere und trotzdem so viel Spaß dabei hatte und es einfach irgendwie total leicht war, das zu machen. Also es war nicht so, dass ich, oh, keinen Bock jetzt wieder zu schwimmen oder aufs Rad zu steigen oder sonst was. Und das kann ich jetzt absolut nachvollziehen. Also Lifestyle it is. Genau, ja, einfach genießen und dann könnt ihr gucken, was ihr nach Rot als nächstes macht, als nächstes Project. Schau mal. Wir haben ja schon gesprochen, vielleicht sehen wir uns noch in dem einen oder anderen Trainingslager wieder und dann gibt es immer noch mal wieder ein Update. Danke Ja, dir würde mich und freuen. Vielen Dank. bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao, ciao.